Dann gehen wir mal rein. Seven Boys Blind Daten mit Alexis. Oder Seven Boys Blind Daten mit Alexis. Wer ist Alexis? Kenne ich nicht. Noch nie gesehen, gehört. Hat mir Tobias geschickt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er meinte, guck an. Gehen wir mal rein. Heute haben wir bei 7 Jungs Blind Daten Alexis als Gast. Ist natürlich mein Traummann, ne? Hinter dem Vorhang. Also Alexis ist der Gast. Und die Sofodoof ist dann praktisch die andere, ne? Warten 7 Jungs, die bereit sind, Alexis das Ja-Wort zu geben. Jede Runde schmeißt sie einen raus, bis am Ende nur noch einer übrig ist. Ihr absolutes No-Go ist schlechte Mundhygiene, deswegen... Mundspülung benutzen, Zungenreiniger benutzen, Zahnseide benutzen. Gugu Gaga! Gugu Gaga! Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert. Denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir wie immer 100 Euro. Also viel Glück. 3, 2, 1. Ach so, einfach standesgemäß immer ein Huni verlosen in den Kommentaren. Für den Algorithmus oder was? Wie viele kommentieren denn hier? Oh, 700 haben wir hier schon. Und in den ersten wie viel? Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert. Denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir... Unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben. Okay, interessant. Wie immer 100 Euro. Also viel Glück. 3, 2, 1. Was ist dein erster Eindruck? Ja, sind einige stylische Schuhe dabei auf dem ersten Blick. Welche findest du am nicesten? Schuhe 1. Und Schuh 6. Und 7 finde ich auch sogar cool. Aha. Und welche findest du bis jetzt am... Also, ich weiß, ich... Schuh 6. Ey, da finde ich ja jeden Nike Air Force einfach geiler. Was ist das denn für ein Schuh, ey? Als wäre das sogar von Balenciaga wieder irgend so eine teure Kacke, ne? Das bringt auch alles nichts, Leute. Reißt euch zusammen bei den Schuhen. Also, was sind das für Schuhe, ey? Damit wäre ich gehänselt worden in der Schule. Auch sogar cool. Aha. Und welche findest du bis jetzt am nicht so nicesten? 5. Könnte aber ein krasses Outfit hinterstecken. Könnte auch ein krasses Outfit hinterstecken. Mhm. Ich bin da ja ziemlich entspannt, ne? Ich lasse mich überraschen. Ja, hast du direkt eine Frage? Ja, ich würde direkt erstmal ganz entspannt starten, um erstmal überhaupt so... sich ein bisschen kennenzulernen. Aber bei mir ist es auch so, bei Frauen, also ich achte auch auf Schuhe so. Und dann gibt es manchmal so Schuhe, wo dann alles zusammenzuckt und dann hat man auch automatisch so ein bisschen Ohrnäsch und das ist komisch. Ich kenne das auch, das ist wirklich auch bei mir so. Ich gucke dann immer so auch auf Schuhe, ich weiß nicht warum. Da findet man so ein bisschen Style heraus irgendwie, so die Art oder so, ich weiß nicht. Wie ist euer gesunder Lifestyle von 1 bis 10? Ah, okay. Bist du so ein Healthy Queen? Ja, eigentlich schon. Das heißt, also ich gönne mir auch mal oft so einen Döner oder so, aber ich gehe... Cool, ist das richtig dangerous unterwegs. Er hat gestern Döner-Teller gegessen, aber ich meine, ich gehe so 3 bis 4 Mal die Woche zum Sport und versuche grob immer ausgewogen und gesund mich zu ernähren. Dem Leben im Griff zu haben. Bei welchen Schuhen zuckst du denn sozusagen? Ja, müsst ihr mal gucken jetzt so, keine Ahnung, man muss das sehen. Ich kenne ja jetzt nicht jedes Schuhmodell auswendig oder so. Also bei so komischen alternativen Schuhen oder so manchmal ganz merkwürdig. Ja, genau. Okay. Bist du so organisiert? Vom Alltag her ja, sehr. Okay. Feste Strukturen, ich stehe echt immer zur selben Zeit auf, zur selben Zeit schlafen. Wie findest du ihre Stimme von der Alexis? Ist vollkommen okay, wieso, was soll damit sein? Ich mag diese hohen Stimmen nicht. Sondern die hat so eine bisschen tiefere, bisschen so mit Ausdruck, finde ich gut. Also. Ich, der Flying Uwe, macht eine Famila-Tour mit Steve Bentin und Hollywood Matze. Wir besuchen 4 Märkte. Das Ganze findet am 13. Januar statt. Also jetzt dieser Samstag, der kommt. Wir fangen an um 10 Uhr im Famila-Markt Steilshoop. Dann um 13 Uhr im Famila-Markt Kaltenkirchen. Dann um 15 Uhr im Famila-Markt Neumünster. Und um 17 Uhr im Famila-Markt Kiel-Wieck. Warum machen wir das Ganze? Der Neo-Subs ist jetzt offiziell gelistet bei Famila Nord und Ost in knapp 109 Märkten. Bin ich ultra stolz drauf und natürlich auch Dankeschön an meine Community. Und deswegen, weil ich stolz drauf bin und Danke sagen möchte, kommt gerne zum Meet and Greet vorbei. Wir besuchen 4 Märkte, wir machen Gewinnspiele, Meet and Greet, Fotos, Autogramme, einfach abhängen, bisschen schnacken. Ich freue mich auf euch. Affen, I will. Jetzt nicht so typische Mädchenstimme oder so. Geht zur selben Zeit zum Sport. Ja, okay, ja. Not bad. Okay, Kandidat Nummer 1. Wie sieht dein Healthy Lifestyle aus? Ja, hallo erstmal. Mein Healthy Lifestyle würde ich auf einer Skala von 1 bis 10 mit einer soliden 9 bewerten. Ich gehe 6 Mal die Woche zum Sport.
preppe mein Food für die Arbeit für den nächsten Tag. Ich rauche nicht. Das einzige Laster, was ich habe, das ist, dass ich gerne Energy trinke. Da geht auf jeden Fall ein Döschen am Tag. Deswegen ziehe ich einen Punkt ab. Aber sonst würde ich sagen, ernähre ich mich ausgewogen, sehr gesund. Ach, findest du eine Dose am Tag krass? Also ich trinke super, super selten Energy. Super, super selten. Und ich denke, eine Dose am Tag ist voll entspannt, oder? Ja. Ist gar nichts Schlimmes. Ist nicht schlimm. Leute, ich muss hier kurz Business machen. Kurz arbeiten, kurz Umsatz machen. Ja, aber Meal Prep, das ist mir schon wieder fast zu viel. Nein, ich sag euch ganz ehrlich, Meal Prep ist nicht fast zu viel oder wirkt auch nicht abschreckend. Ob du jetzt hört mir ganz genau zu, ob du jetzt dein zusammengefaltetes Brot nimmst und irgendwas von zu Hause und dann auf der Arbeit isst, oder du bist so bescheuert und gibst jeden Tag auf der Arbeit Geld aus, um dir dein verschisstes Essen zu bestellen, ja, bist du nämlich ganz schön blöd, dann nehme ich mir doch lieber die Zeit. In meinem Fall macht das meine Frau, bin ich auch sehr dankbar. Geile Glasdosen, schön Reis, Gemüse, Brokkoli, Hähnchen mit rein. Mal irgendwie Pulled Meat und hier immer schön Abwechslung reinbringen. Und dann hast du dein geiles Food, was du am Tag so isst, immer bei dir. Brauchst kein Geld ausgeben, brauchst du keine Gedanken machen, wo du dein Essen herkriegst. Das ist das Geilste der Welt, ich sag euch so, wie das ist. Das ist mir schon wieder fast zu viel. Aber sonst hat mir alles sehr gut gefallen. Kandidat Nummer 2, wie sieht dein Healthy Lifestyle aus? Hallo zusammen, ich gehe 2 bis 3 Mal ins Boxen in der Woche. Trainiere regelmäßig 5. Jetzt bin ich gespannt, was er zu seinem Akzent sagt. Also, ja. 5 bis 6 Mal und Entschuldigung, Dialekt lieber gesagt. Esse eigentlich recht gesund, manchmal ab und zu ein Cheat dabei, aber ich würde sagen, sehr ausgewogen und gesund. Sie sind ja alle sportlich hier. Oh mein Gott, ich stelle mir so richtig als Schweizer Schiefer. Ja, yeah, also Schweizer Akzent, ne? Ja, voll. Aber ich finde so ein bisschen Akzent eigentlich immer ganz attraktiv. Ja, ein bisschen, so. Aber. Ja. Ich habe einer, also ich glaube, er ist das, ist extra aus der Schweiz angereist. Was? Mhm. Commitment. Girl, das willst du doch, oder? Das ist crazy. Ich will heute meinen Traummann kennenlernen. Ja, hallo? Ja, hallo? Kandidat Nummer 3, wie sieht dein gesunder Lebensstil aus? Ja, moin erstmal. Also, ich würde auch sagen, ich habe einen gesunden Lebensstil. Der wurde mir Gott sei Dank sehr früh in die Wiege gelegt, weil meine Eltern auch schon mal viel Wert darauf gelegt haben. Und dementsprechend, ich würde dem Ganzen so eine 8 geben. Bei mir ist auch hin und wieder mal ein Cheat Day und alles dabei. Sport ist ein großes Thema für mich, ist ein großer Teil meines Lifestyles und die Arbeit macht mir das umso leichter. Wo arbeitest du? In einer staatlichen Einrichtung, über die ich nicht näher reden würde. Okay. Ah, ja. Okay. Mhm. Kandidat Nummer 4, wie sieht dein gesunder Lifestyle aus? Ja, von mir auch erstmal hallo. Ich würde mich auch bei so einer 8 von 10 raten. Also meine Ernährung ist relativ gut, ich gehe auch oft zum Sport, boxe auch. Mein einziger Red Flag, was das angeht, würde ich sagen, ist, dass ich gerne mal Süßigkeiten esse. Oh, cute. Das ist sehr cute, ja. Findest du Boxen gut? Ich boxe selber. Ja, ist doch mega. Oh Gott, ihr zwei. Das finde ich super, ne? Haut euch gegenseitig auf die Nase. Kandidat Nummer 5, wie sieht's bei dir aus? Ich würde auch so 8 bis 9 sagen, weil ich mache auch sehr viel Sport, achte auf meine Ernährung. Aber manchmal passiert mal das mit den... Was ist das für ein Style, Alter? Was ist das denn hier, Digga? Was ist das? Also da finde ich den ja richtig geil hier, so auf korrekt, so auf entspannt, so auch noch hier. Aber was soll das denn sein, Digga? Das ist sowieso nicht mein Style, ne? So 10 Kilometer Hosen und so. Damals, okay, Baggy, so Fubo und so. Aber dann hast du das auch untenrum so getragen, wie es gehört. Aber das ist jetzt gerade für mich ein bisschen... Also wäre ich jetzt für mich jetzt, ne? Auch ein Mann kann ja sagen, ob er einen Mann attraktiv findet, ob er gut aussieht oder nicht. Aber das ist voll der Abtörner. Für mich wäre das jetzt voll der Abtörner. Dass man mit den Jungs mal rausgeht und was isst, so ein Burger oder sowas. Aber eigentlich muss man auch manchmal so ein Cheat Day, oder? Ja, also mein Gott, weißt du, wie oft... Also ich esse auch regelmäßig einen Burger oder sowas. Ich verbiete mir halt gar nichts. So. Mhm. Und wenn ich mal Bock habe auf eine Süßigkeit, dann esse ich auch eine Süßigkeit. Ne? Es muss auf gar keinen Fall ein Mann sein, der irgendwie ein Sixpack hat oder so. Ja, so Rohat-Style, dachte ich auch kurz daran. Ja, ich musste auch echt an Rohat denken. Sowas ist es auch etwas, was ich selber gar nicht so krass finde. Ich mag eher so einen Wohlfühlbauch, ne, so, weißt du, halt so eher diese Richtung. Kandidat Nummer 6, wie sieht es bei dir aus? Ich würde das so zwischen einer 8 und 9, würde ich das sagen. Ich gehe 3 bis 4 Mal ins Gym. Manchmal esse ich auch Süßigkeiten, was ich denke, ich normal ist. Ja, Süßigkeiten essen ist voll normal. Ja. Wir dürfen uns gar nichts verbieten. Ja, Leben. Ja. Kandidat 7, wie sieht es bei dir aus? Als erstes wollte ich dich fragen, wie geht's dir? Weil es hat noch keiner bisher gemacht. So ein Gentleman. Süß. Ja, mir geht's gut. Ja, ich muss sagen, ich finde deine Stimme sehr sympathisch. Dankeschön auf jeden Fall. Kann ich nur zurückgeben. Also ich würde meinen Lifestyle schon als sehr gesund einschätzen. Auch so eine 9 von 10. Das sind halt diese hässlichsten Schuhe gerade, ne? Muss ich echt sagen. Ah, schwierig.
esse keine Süßigkeiten, koch oft, gehe auch 5 bis 6 Mal die Woche zum Sport, gehe auch laufen. Oha, die übertreiben alle mit ihrem Lifestyle. Aber ich muss sagen, da geht jeder irgendwie ins Gym oder macht Sport oder boxt oder so, ne? Krass, finde ich gut. Okay, 5 fand es jetzt nicht so gut, aber er boxt. Aber er boxt. Mhm, er boxt, das ist schon cool. Aber wir hatten noch jemanden, der boxt. Ich glaube, Kandidat Nummer... Ah, Nummer 4 boxt. Ah. Nummer 2 boxt auch. Und 2 hat... spielt Volleyball. Okay. Und mach mal ganz schnell eure Sportarten hintereinander. Ich gehe gerne ins Gym und habe früher mal geboxt, ja. Fitness und Boxen. Ich gehe auch regelmäßig ins Gym, gehe laufen und spiele Volleyball. Jo, bei mir auch Fitness und Boxen. Ich spiele Fußball bei Alemannia Aachen U23. Ich gehe ins Gym und ich habe bestimmt über 10 Jahre Fußball gespielt. Ich gehe natürlich laufen ins Gym und ich mache zusätzlich noch Luta Livre. Das ist so ein Grappling-Bodenkampf, also ähnlich wie so BJJ zum Beispiel. Hey, ist ja voll die gute Auswahl, oder? Bin ich stolz, also, Leute. Wie soll ich da bitte jemanden rauswählen? Ja. Also ich dachte, da ist jetzt irgendjemand dabei, der sagt, ich habe keinen Bock auf Bewegung und ich chill den ganzen Tag eigentlich. Ich bin Drucker. Und bin nur am Essen und so auf ungesund nur am Essen und so. Sie sind ja alle gut. Also. Ich muss trotzdem jemanden rauswählen. Vielleicht auf Basis der Stimme oder der Schuhe oder so. Stell mir vor, jetzt direkt in Schweiz oder extra aus der Schweiz gekommen ist. Ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade wirklich leider nur auf die Schuhe gehen. Und das ist dann die Nummer 5. Ja. Das könnte ein krasses Outfit sein. Ich sag's, wie es ist. Das könnte richtig slayen. Kandidat Nummer 5, du kannst jetzt hervorkommen. Hi! Hallo. Hi! Na, komm, ich umarme dich. Bist du so kalt? Nee, aber wollte ich trotzdem anlassen. Für das Outfit. Für das Outfit. Was sagst du jetzt? Er ist niedlicher so. Ein Sweetie. Aber die Schuhe, Digga, die Schuhe haben dich komplett, also dieser mit der Hose da. Oben ist so, ist jetzt voll okay. Nice guy so. Aber da unten, das war oben hui, unten fui. Also das ist gut. Ich finde das Outfit Schuhe. Echt gut. Aber das zeig mir deine Schuhe, zeig mir deine Schuhe. Ja gut, eigentlich sind die cool. Das Outfit selber finde ich sehr, sehr gut. Ja, danke. Aber ich finde, du siehst gut aus. Danke, Locken, danke. Bart. Danke. Danke, dass du da warst. Echt korrekt, dass du da warst, wirklich. Ciao, ciao. Ich kann mir jetzt vorstellen, all seine Kollegen und Klassenkameraden oder was auch immer, direkt rausgeflogen. Nächste Runde. Welches Outfit findest du auf Anhieb am nicesten? Nummer 3, siehst du Nummer 3? Nummer 3 sehe ich hier. Oh mein Gott! Mundhygiene dabei. Ist das gut? Oh, ja. Die haben alle was dabei. Ich habe fast alle. Ja, wir haben denen vorher gesagt, dass die Mundhygiene super wichtig ist. Ist und das krass. Kannst du mal sehen. Guck mal, guck dir das mal an. Auch was mit. Oh mein Gott, ich bin begeistert. Ja, aber Nummer 2, wenn das alles also ist. Also Nummer 2, wenn das Einzige ist, was du benutzt, Thema Mundhygiene. Zeig mal schwierig. Alle eure Mundhygiene. Haltet ja, das mal alle runter. Zeig mir alle, was ihr dabei habt. Kann ich mir das angucken? Ja, ne? Ja, bewerte mal. Also für den Kontext, ihr ist Mundhygiene super, super wichtig. Okay, das könnte meine Box sein, ne? Es könnte halt wirklich meine Mundhygiene-Artikel sein. Okay, das ist eine 10 von 10, wow. Okay, nur so ein Cool Fresh Spray, ist das das Einzige, was du benutzt? Das ist nicht das Einzige, aber das ist der Höhepunkt. Okay, zeig mal noch, was du hattest. Auch, okay, super, super, super. Zungenreiniger ist dabei, Mundspülung, Zahnreiniger. Okay, das ist alles, was wie so eine Zahnärztin, so Zungenreiniger, Mundspülung, Nutzt du das auch dann jeden Tag? Dann haben wir auf jeden Fall 1, 3 und 6 schon mal. Ja, ein Riesenpunkt, oder? Und 5 auch. 5 hatte auch was dabei, oder? Nee, nee. Nicht. Ah, okay, dann 2 hatte so einen Stick dabei. Ja, ja, ja. Okay, also outfit-technisch finde ich alle toll. Also 1, diese Anzugshose, so eine entspannte Hose, also die sieht richtig cool aus. Mhm. Das ist süß. Oh, das ist süß. Ja, findest du so bunte Socken cute? Ja, finde ich cute. Ja, komm. Ich selber gerne auch so bunte Socken manchmal. Ja, finde ich gut. Welches der Outfit spricht dich so am meisten an? Gerade Outfit 1. Echt? Ja. Aha. Ich sehe auch seine Hände und ich finde die Hände sehr schön. Ja, passt auch zu dir, muss man sagen. Ich finde die Hände sehr schön. Ich mag gepflegte Hände. Wollt ihr mal alle eure Hände zeigen? Alle haben sehr schöne, gepflegte Hände. Ich mag es auch mal, wenn die Fingernägel schön kurz sind. Findest du Ringe cool? Ringe finde ich auch cool bei einem Mann. Nicht zu viel. Keiner hat Tattoos. Keiner hat Tattoos. Ah, doch. Das sieht man noch nicht. Ah, sieht man noch nicht. Okay, du musst jetzt eine Frage stellen. Das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen unangenehm, aber bringt mich zum Lachen. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist so cool. Bring irgendwie einen Witz oder erzähl irgendeine Situation, die mich zum Lachen bringt, damit ich sehen kann, wie viel Humor so dahinter steckt. Das wird so cringe. Das sind wir jetzt schon. Kandidat Nummer 1. Das ist ja sehr schön, dass ich anfangen darf hier heute. Das ist kacke. Ja. Direkt die erste Person zu sein. Ja, lieber Alexis, ich glaube, dein Matchmaking im Duo hat heute ein Ende, denn ich nehme das Ding heute mit nach Hause. Selbstbewusst. Das ist so cringe, ich liebe es.
Ja, okay. Aber das war eher wie so ein Anmachspruch, oder? Ja. Aber ich fand den Spruch trotzdem sehr kreativ. Ja, Kandidat Nummer zwei. Ich habe nur eine Variante. Gugu Gaga! Gugu Gaga! Bei mir ist eher so, ich bin... Was ist dieses Gugu Gaga? Ist das ein Insider, den ich gerade nicht check? Oder warum sagt er das? Witzig in einer Situation, aber so spontan witzig, das ist schon sehr schwer. Ist schon sehr schwer. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Witz sein. Irgendwas, zum Beispiel jetzt gerade fand ich das lustig. Ja, du willst auch ein bisschen checken, ob die sich selber nicht so ernst nehmen. Ja, ja, check ich. Selber auf den Arm nehmen können, weißt ja, du? Ja, so? Ja, voll. Und er nimmt sich selber nicht ja, so ernst. Ja, das so, das, das vor Kamera zu machen, einfach mal so. Der Kasakenkari hier, oder wie du heißt, Karl? Insider? Das ist ein Schweizer, Alter. Der hat einfach ein paar am Balken. Finde ich auch schon strong. Kandidat Nummer 3. Ich könnte einfach mal damit argumentieren. Ich glaube, ich habe den Bartwuchs meiner Mom. Wenn du ihn jetzt gleich sehen wirst, kannst du dir da den Rest dazu denken. Oh mein Gott. Ja, also kein, so ein bisschen. Ja. Naja. So ein Oberlippenbart? Also ich gehe auch manchmal zum Türken, mache mir mit einem Faden meinen Bart weg. Ja, Kandidat 4. Ich finde mich schon sehr humorvoll, aber mir fällt gerade leider echt nichts ein. Denk dran, es geht hier um Leben und Tod. Ja, hast du auch recht, ne? Ja. Hast du auch recht, ja. Gut, dass du ihn auch dran erinnert hast. So sehr. Ja, das sollte dann jetzt auch reichen. Ihr habt gelacht, denke ich. Stimmt eigentlich. Ja, okay. Ja, okay. Passt. Okay, Kandidat Nummer 5. Ich habe jetzt auch nichts Bestimmtes. Jungs, ein bisschen kreativ sein. Hey, das war cool. Hey, das war cool. Wir mussten lachen. Ja, das war, wir mussten lachen. Hey, das war ja ultra cute. Ja, Kandidat Nummer 6. Ich weiß ja, du heißt Alexis. Und ich habe überlegt, ich mache vielleicht ein kleines Wortspiel damit. Und sag Alex. Was hättest du gemacht? Könnte so ähnlich sein wie der jetzt eben gerade, aber nur mit meinem Cock, dass ich da richtig rumgeschwungen hätte. Nicht auf Ente, sondern auf Pracht. Is my dream woman. Oh. So auch voll kreativ so. Das ist süß. Das ist wirklich süß. Und ich muss sagen, die Abgabe war schon schwierig, ne? Ja, ich hätte voll abgelöst. Ich auch. Ich wäre so schlimm. Ich selber auch. Wer ist dein Fave bis jetzt? Also wer es sehr gut gemacht hat, direkt sympathisch, war die Nummer 2. Ja, ne? Ja. Kandidat 5 fand ich aber auch strong dann mit dem kleinen Twerker. Ja, das fand ich auch gut. Ja, sehr kreativ so auf einmal so aus dem Nichts. Okay. Well, du musst jetzt rein rausvoten. Wie soll man hier? Also ich hätte den Schweizer rausgewählt, sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Rausvoten. Warte, wir brauchen einen Joker. Hast du einen Joker dabei? Ich habe einen Joker dabei. Zwinker. Merlebrot. Ach, ihr zwei. Ja. Ich bin da, um zu helfen. Wer von denen ist dir nicht im Kopf geblieben? Also bei wem kannst du dich nicht daran erinnern, was gemacht wurde? Bei keinem. Kandidat 3 weiß ich gar nicht mehr, was. Ah doch, ich weiß, was da war. Es wird eher die 4 wird, glaube ich, wahrscheinlich raus. Ist dir am wenigsten in Erinnerung geblieben? Nein. Das war der gute Tipp. Ja, es war unkreativ. Der wusste ja nicht, was. Der konnte nichts sagen. Kandidat Nummer 4, Merle hat dich rausgekickt. Du musst Merle. Ich will's nicht schon. Du musst Merle hassen. Nicht mich. Feine gemacht. Nein, aber vorab, Jungs, ich finde euch alle toll. Alright, dann Kandidat Nummer 4. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Nein. Wer hat mich rausgekickt? Nein. Warum machst du das? Mann. Ja, Hoodie mit Schuhe matchen. Extra. Cool. Und blau ist meine Lieblingsfarbe. Ja, meine auch. Tut mir leid. Ja. Alles gut, ich verzeih dir. Schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Tschüssi. Tschüss. Na ja, nächste Runde. Also junge Boys, ne? Der eine war schon auch gleicher, ähnlicher Typ. Gefühlt, oder? Aber irgendwie voll die jungen Boys. Also, da war doch nicht so ein Kerl da, weißt du? Nächste Runde. Was ist dein erster Eindruck? Voll krass. Unterschiedlich, ne? Krass. Auf einmal, wenn man komplett jetzt auch so den Oberkörper sieht, man kriegt nochmal ein ganz anderes Bild. Ja, ne? Wirklich ein ganz, 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 ganz anderes Bild. Welches sagt ihr als erstes zu? Irgendwie sogar jetzt fast schon die 4. Aha. Ja, finde ich auch. Es war ja vorhin die 1. Hast du eine Frage? Stellt euch jetzt mal folgende Situation vor. Wir sind ein Paar. Mhm. Wir gehen zusammen durch die Stadt. Und es kommt vor, dass Männer mich extrem doll angucken, mir ein Kompliment machen in deiner Anwesenheit, sich sogar umdrehen und mäßig sowas wie, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, angeiern. Das klingt so eklig, aber weißt du, was ich meine? Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag angesprochen werde auf der Straße und die Leute, die Männer gucken mich so krass an, sondern ich will damit auf einen besonderen Punkt eingehen. Mhm. Und den werde ich erst klarstellen, nachdem ihr... Sie ist wahrscheinlich komplett traumatisiert, was Eifersucht angeht.
geantwortet habt. Boah, voll die krasse Frage. Ja. Hast du dir was überlegt? Du hast was überlegt. Ja. Kandidat Nummer 1. Zunächst einmal ist mir halt wichtig, dass du dich damit wohlfühlst. Ich glaube, wenn dich was stört oder dir jemand zu nahe kommt, dann bist du auch als erwachsene, gestandene Frau erstmal in der Pflicht, was zu tun, dem vielleicht deine Meinung zu sagen. Wenn der sich dann aber vielleicht nicht entfernt oder so, dann sehe ich mich doch schon als dann dein Partner in der Pflicht, dann dazwischen zu gehen und vielleicht auch was zu sagen. Aber erstmal stehst du ja als erwachsene Frau da und kannst ja selber zu deiner Meinung stehen. Okay, lass mir einfach mal stehen. Ich weiß, was er meint, weil gerade in der heutigen Zeit sagen ja viele Frauen, ich bin unabhängig, ich kann das alles alleine, ich kann nur meine Meinung sagen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, kommt ein Typ meiner Frau zu nah, wo ich dann sehe, so, er sabbelt die voll oder was, ich gehe dann direkt dazwischen und sage, sieh zu, dass du beiseite gehst, Alter. Weil es kann ja auch sein, dass meine Frau so überrascht ist einfach in dem Moment und nicht jeder kann mit einer Situation so umgehen. Ich traue das meine Frau zu, die klatscht dem sogar noch eine, das weiß ich. Deswegen gehe ich eher dazwischen, bevor er eine geklatscht kriegt. Nein, Spaß. Aber da sehe ich mich schon in der Pflicht und sage dann, ich sehe zu, dass du weitergehst. Ganz einfache Geschichte. Und in dem Moment steht dann auch die Frau hinter dir und dann ist gut, da ist das Thema geritzt. Aber nicht erst gucken, was passiert. Ja, okay. Mhm. Ja. Nein. Also... nicht bei einer Frau, die man liebt, würde ich sagen. Okay. Kandidat Nummer 2, wie würdest du reagieren? Also erstmal vorab will ich sagen, dass Gewalt keine Lösung ist. Es geht nicht um Gewalt. Wir gehen einfach durch die City und jemand kommt und gibt mir einfach ein Kompliment. Sagt, ey, siehst voll gut aus, kriege ich eine Nummer oder... Dann würde ich das Kompliment sehr gerne annehmen und sagen, ja, du siehst wirklich gut aus und sonst nicht zu viel machen eigentlich. Okay, Kandidat Nummer 3. Also es kommt auf jeden Fall auch auf die Situation selber an. Aber wenn jetzt, wie in deinem Beispiel genannt, jemand auf dich zukommen würde und dir sagen würde, ey, siehst einfach toll aus, da würde ich dann tatsächlich auch ein bisschen mit Humor daran gehen und würde dann sagen, ne? Fände ich auch. Ist mega. Das finde ich eine sehr, sehr gute Antwort. Okay, wenn das jetzt aber in dem Fall jetzt, ich dachte jetzt so an was anderem, ne? Aber wenn jetzt so ein Typ kommt, ja, ich hätte gerne deine Nummer und hin und her so, dann würde ich zu ihm sagen, du, die habe ich schon, kannst weitergehen. Fertig. Genauso sagen. Aber wie er schon gesagt hat, ist natürlich situationsabhängig. Kann natürlich auch sein, sie ist jetzt weiter weg. Ich sehe das von da und beobachte kurz. Und dann, je nachdem, was ich mir spontan einfallen lasse. Aber wenn jetzt jemand so Interesse an meiner Frau hätte, quasi, kann ich ihn dann nicht für dumm anmachen. So. Wenn er aber sieht, ich bin jetzt mit ihr so Händchen halten oder man sieht ja, dass man irgendwie ein Paar ist und dann auch noch ankommt, dann würde ich so einen richtig dämlichen Spruch bringen, dass er sich richtig dumm fühlt. So in die Richtung wäre es bei mir dann. Kandidat Nummer 4. Ja, ich würde mich da nach der 1 richten. Du bist eine erwachsene Frau, du kannst das eigentlich selber regeln. Nur halt, wenn es so weit geht, dann würde ich dazwischen gehen. Als allererste Stelle, ich würde das gut finden, weil wenn du meine Freundin bist und andere Leute dich auch gut finden, dann ist ja im Prinzip ja erstmal nichts Schlimmes daran. Im Prinzip ist ja erstmal ein Kompliment, ja nur Bestätigung und das ist ja auch... nichts Schlechtes. Okay, jetzt deine Antwort. Okay, ja, ich wollte eher so auf diesen Punkt aus, so Thema Eifersucht. Habe ich doch gesagt. Die hat richtig, ist richtig traumatisiert, was Eifersucht betrifft. 100%. So. Vertrauen ist in einer Beziehung sehr, sehr wichtig. Mhm. Und Eifersucht im Maßen ist halt gesund. Und wenn auf einmal der Partner irgendwie sowas in diese Richtung gehen würde, sowas wie, nur weil du dich so angezogen hast, gucken alle dich an, du bist daran schuld. Oder fängt an, auf dich sauer zu werden, auf dich eifersüchtig zu werden. Und ich finde, man muss halt selbstbewusst genug sein, um zu sagen, hey, das ist doch auch ein Kompliment für mich. Ich sehe es als was Gutes, das freut mich. Ich glaube aber, die haben alle sehr gut geantwortet. Ja. Okay, daraufhin musst du jetzt aber trotzdem im Haus kicken. Aber die Sache ist ja die, wenn ein Mann sie jetzt kennenlernt, die gute Alexis, ne, man lernt sie ja auch schon so kennen, wie sie ist mit so gewissen Outfits. Das ist ja auch keine Überraschung dann. Ne? Es gibt echt... meine Praktikantin hat mir das heute auch erzählt. Sie war mit jemandem und so weiter und der meinte dann irgendwann, ja, zieh mal ein bisschen Klamotten an, die weiter sind. Aber er hat sie so kennengelernt mit Sport-BH im Gym und Leggings, wisst ihr, was ich meine? Und dann versuchen auf Krampf die Frau zu ändern, das bringt gar nichts, Leute. Ja, aber jetzt hart. Vielleicht basierend auf die Outfits, ich würde vielleicht sogar Kandidat Nummer 2 rauswählen. Der Schweizer. Ja, ich muss ja irgendjemanden rauswählen. Ja. Ihr seid alle toll. Okay, Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo. Hi. Der Schweizer ist draußen. Der Schweizer ist draußen. Das ist so ungewohnt, ne? Ein Schwarzer, der so ein krasses Schweizer Dialekt hat. So für mich voll ungewohnt. Wenn ich dich so anschaue, hat es sich trotzdem gelohnt, hier zu sein. Oh Gottchen, du bist auch super, super sympathisch. Und ich muss sagen, ich mag diesen Akzent. Ja, Schweizer. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Ne? Tschüss. Na gut, ciao, ciao. Aber das Süße, das ultra niedlich, so sympathisch.
Ich kann sich aufs Sofa setzen. Okay, nächste Runde. Hast du eine Frage? Ja. Und zwar, was war dein größter Fehler und wie bist du damit umgegangen? Wow. Okay, Kandidat 1, was war dein größter Fehler? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, dass ich meinen Selbstwert in der Vergangenheit zu sehr aus anderen Personen gezogen habe und dadurch mich in emotionale Abhängigkeit gegeben habe. Ja, ich habe an mir gearbeitet, ich habe meinen Wert selber erkannt und das wird so nicht mehr passieren. Das fand ich eine richtig, oder? Richtig krasse Antwort. Ja, das ist richtig reflektiert und wow, damn. Kandidat Nummer 2, Messlatte hängt hoch. Ich würde sagen, wenn man das gerade auf die Social-Media-Welt oder sowas bezieht, dass natürlich eben viel Selbstwert auch dadurch regeneriert wird und dass man da vielleicht auch in der Vergangenheit ein bisschen zu viel Wert drauf gelegt hat. Aber mittlerweile kann ich stolz sagen, dass das nicht mehr der Fall ist. Und genau, ich weiß auch, was ich selber als Mensch wert bin. Also mit Social Media. Krass, wie einige schon so Social Media gestört sind. Weil es diese Generation von Mann, die sind ja von null an mit Social Media aufgewachsen. Bei mir war das ja so. Mit 18 gab es doch kein Social Media, Digga. Also, so, versteht ihr? Und ich check jetzt gerade erst, wie die Jugend quasi ja schon mit dem ganzen Scheiß komplett hier aufwächst. Und wie einige vom Selbstwertgefühl sich so runtergeschraubt haben, weil sie andere Dinge im Netz sehen oder auf Social Media Kanälen, wo die denken, oh, der ist ja viel besser, ist ja auch viel krasser hier und da. Komplett krass, Alter. Also du hast dich in der Vergangenheit mit Leuten verglichen im Social-Media-Bereich? Ja, genau. Also man muss ja ganz klar sagen, dass zum Beispiel von Body-Shaming-Aspekt oder sowas, dass das genau bei Männern mittlerweile ja auch vertreten ist. Es ist vermutlich noch nicht so stark wie bei Frauen, also garantiert noch nicht so stark wie bei Frauen, aber gerade bei Männern eben auch eine gewisse Erwartungshaltung und vor allen Dingen auch an sich selber gerichtet wird. Ich verstehe voll, was er meint, komplett. Ich glaube, dass mit diesem dieser Druck oder diese Erwartungshaltung ist aber hauptsächlich an sich selber. Ja. Weil ich glaube, weder du noch ich noch irgendjemand erwartet von einer anderen Person perfekt auszusehen. Also was wir auf Social Media sehen, ist meistens zu 99% nicht das, was wir da gerade sehen. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Sag immer, es ist so einfach für ein Foto schnell zu lachen. Okay, Kandidat Nummer 3. Mein größter Fehler war hauptsächlich in der Vergangenheit, dass ich kaum Selbstbewusstsein hatte. Wie Kandidat 2 schon sagte, wegen Social Media und allem. Was ist da los? Das ist so krass. Wegen Social. Was ist denn da los da draußen, Alter? Wegen fucking Social Media. Wow, so eine Probleme hatte ich nicht mit Anfang 20 oder sonst was. Schon heftig. In allem. Krass, ja. Das ist Social Media. Aber es hat sich in der Zukunft gebessert. Jetzt habe ich Selbstbewusstsein. Oh, ich finde es so schlimm, dass das Social Media so viel macht. Ja, voll. Aber ich check das auch voll, weil ich weiß noch, als ich damals in der Schule war, habe ich mich halt immer mit den hübschesten Mädchen der Klasse oder so verglichen. Und jetzt hast du halt 31.000 Instagram-Models, mit denen du dich vergleichen kannst. Ja. Und du wirst halt niemals so gut aussehen wie Photoshop. Kandidat Nummer 4, was ist dein größter Fehler und wie bist du damit umgegangen? Also mein größter Fehler in der Vergangenheit war auf jeden Fall, dass ich so Zeit mit meiner Familie als selbstverständlich empfunden habe. Und jetzt, nachdem ich ausgezogen bin, habe ich gemerkt, wie wichtig eigentlich Zeit mit der Familie ist. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr dankbar meinen Eltern und auch meinem Bruder, dass sie so viel Zeit in mich investiert haben und mir so viel mitgegeben haben auf meinem Weg. Und ich würde sagen, dass Dankbarkeit das ist, was ich jetzt geändert habe. Ich bin dankbarer und genieße die Zeit. Das war doch mal eine coole Antwort. Mal was ganz anderes außer dem ganzen Social-Media-Kram, echt. Bei meinen Eltern bin. Ja, voll cool. Aber ich muss mal eins sagen zu den beiden Mädels. Ne? Es sind zwei richtig süße, hübsche Frauen. Sonst, wenn wir uns ja immer Videos angucken von Frauen, muss ich echt mal sagen, das sind mal wieder zwei Mädels, mit denen kann man was anfangen. Also im Sinne von mal attraktive Damen, Frauen. Sonst, was wir uns immer so irgendwie angeguckt haben, da waren immer Frauen dabei, wo ich mich nur am Kopf gefasst habe. Versteht ihr, was ich meine? Man muss ja auch mal was Gutes sagen. Cool. Richtig gut. Basierend auf diesen Antworten muss jetzt aber jemand rauswählen. Also mir war es mit der Frage einfach wichtig. Ich wollte halt einfach gucken, wie selbstreflektierend die Jungs halt sind, die Männer halt sind, die Kandidaten. Und ihr wart alle sehr, sehr reflektierend. Ihr habt alle. Die Rechte steht auf Frauen, das ist mir doch egal. Sehr gut geantwortet. Ich weiß nicht, wo mich jetzt irgendwas jetzt gestört hat. Aber du musst halt jemanden alle sind wählen. Perfekt. Sind halt alle cool. Also Favorit ist Kandidat 1 und 4 fand ich die Antworten sehr gut. Kandidat 3, fandest du sein Outfit cool? Ja, ich glaube Kandidat 2 ist leider rausgewählt, obwohl da auch alles super war. Ach süß. Es gibt wirklich keinen Grund. Guck mal. Ach, seid ihr's? Na dann, Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Hey. Oh. Hey.
freue mich. Hi. Schlaf ja auch mal. Ne? Ja. Du riechst gut. Dankeschön. Mhm. Ja, war schön, hier zu sein. Schade, dass nichts geworden ist. Meine Cousine ist Hochzeitsplanerin. Also wäre ich jetzt eine Frau, der ist mir zu bubihaft. So. Also mein Typ wäre das nicht. So. Ich finde eher so Jason Statham ist ein geiler Typ. Oder Matthew McConaughey finde ich geil. So. Aber es sind halt auch Männer, der ist noch jung, ne? Das darf ich auch nicht vergessen, vielleicht. Oh mein Gott, das war ja schon fast alles ready, das, ne? Das wäre organisiert gewesen, aber nur zur Info, das mit dem Bartwuchs meiner Mom, das war ein Witz. Also, stimmt, du hast doch einen Bart. Ja. Ich weiß, hättet ihr das gesehen, wäre vermutlich witziger gewesen. Ciao, ciao. Das ist ja einfach so, hey, voll der sympathisch. Brock Lesnar, Digga, wie Anu, wieso kommst du jetzt auf Brock Lesnar, Digga? Ne, den finde ich zum Beispiel nicht attraktiv, Digga. Halbfinale. Krass. Nur noch drei Leute. Schwierig, schwierig. Hast du eine Frage? Für Jason Statham würde ich das Ufer wechseln. Julia, was geht, Mann? Machen Sie jetzt so richtig oberflächlich. Okay. Auch mal wieder was Oberflächliches. Ja. Da will ich immer deep sein, ne? Braucht man mal. Ein Thema, was heiß diskutiert wird und ich freue mich darauf. Undertaker. Wer zahlt beim ersten Date? Okay, Kandidat Nummer 1. Wer zahlt beim ersten Date? Ich würde sagen. Okay, andersrum jetzt. Was sagt ihr? Wer zahlt immer beim ersten Date? Was sagt ihr? Jetzt will ich das mal lesen. Okay, die meisten natürlich sagen der Mann. Beide. Boah, wie unangenehm und peinlich ist das. Ja, wollen wir beide zahlen? Ich weiß, heute sagt man ja Gleichberechtigung. Das, was du kannst, kann ich auch. Komm alleine klar. Ich brauche niemanden. Ich fühle mich heute als... Quatsch, wisst ihr, was ich meine? Aber für mich gehört es auch so, der Mann zahlt. Ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man eine Frau trifft. Doch einmal hatte ich das. Leute, da war ich Single und da habe ich mich, wie hieß die App? Nicht Lavoo, sondern Badoo, keine Ahnung, irgendwie so. Vom Gesicht alles top und so, ne? Aber sie hat die Bilder so schlau gemacht, sie war so übergewichtig, wo ich dann zu ihr gesagt habe, ich sag, hä, aber auf den Bildern hast du aber nicht so gezeigt, wie du komplett aussiehst. Ja, nee, das mache ich extra nicht, weil sonst, und hier und da. Ich sag, ja, aber das ist doch schon, ja, ich will nicht, dass man so oberflächlich betrachtet wird, was den Körper betrifft. Und ich sagte, das hat doch nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern einfach damit zu tun, wie du mit dir selbst umgehst, mit deinem eigenen Körper. Wie dein Lifestyle allgemein ist. Die Drecksau, das weiß ich auch ganz genau. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da das Essen bezahlt habe, wo ich gesagt habe, oder ob ich doch alles bezahle, das weiß ich leider nicht. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, denke ich mir dann so, hey, dafür kannst du aber dein Essen auch selbst bezahlen. So, weißt du, was ich meine? Auf Off-Season angelehnt, das war keine Off-Season. Aber man muss sagen, sie hat gut getrickst, denn in den Bildern Dekolleté so, Face war gut da mit Haare und dann siehst du die aber da und dann hat die da irgendwie so eine, Alter, boah. Das war, da musste ich kurz verdauen, Chat. Also das war nicht einfach in dem Moment. Hat sie sich einen Salat bestellt? Ja, der Klassiker, ich glaube schon. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber es ist meistens immer so. Ja, ja. Nichts gegen Übergewichtige. Es gibt auch Frauen, dicke, schöne Frauen, mollige, schöne Frauen. Wisst ihr alle, ihr kennt meine Stories. Habe ich gar kein Problem mit. Aber wenn man damit lügt, dann weiß man doch selbst ganz genau so, okay, das ist nicht richtig. Also, versteht ihr, diese Art, diesen Zug zu wählen, so zu lügen, ist schon ganz großer Betrug. Und dann will ich nicht wissen, wie sie allgemein in ihrem Leben auch gewisse Dinge so handhabt, wie sie das dann mit mir an dem Date sozusagen gemacht hat. Versteht ihr? Das ist halt das, was ultra Abtörner ist und richtig Dreck ist. Sowas gehört sich nicht. Ich würde sagen, der gefragt hat, aufs Date zu gehen. Der eingeladen hat. Genau, der eingeladen hat, richtig. Kandidat Nummer 2. Ich finde, es ist eigentlich immer egal, wer zahlt. Man kann sich abwechseln. Aber das erste Date würde ich altmodisch machen und den Mann zahlen lassen. Mhm. Bei mir in der Kultur ist es normal, dass man immer zahlen möchte. Dementsprechend würde ich immer... Dann kann das vielleicht ein Türke sein. Alter, mit Türken essen gehen und du als Deutscher, wie du dich da durchsetzen musst, wenn du das bezahlen willst, sogar noch in einer fremden Stadt, wo du eigentlich Gast bist, ist fast unmöglich zu bezahlen. Alter, da wird richtig... Da ist Action am Tisch dann. Immer versuchen zu zahlen und wenn du so dagegen bist, dann müssten wir so ein bisschen kämpfen. Okay, deine Antwort? Natürlich, der eingeladen hat, bin ich völlig bei der Kandidat Nummer 1. Aber ich muss auch sagen, ich mag so eher dieses Traditionelle, dieses Altmodische, dass der Mann beim ersten Date anbietet zu bezahlen, finde ich einfach süß. Anbietet? Jetzt hat sie sich aber wieder zu vorsichtig ausgedrückt, weil sie hat gerade sehr darauf geachtet, wie sie spricht. Aber anbietet zu bezahlen, der Mann bietet nicht an zu bezahlen. Soll ich bezahlen? Hä? Der Mann holt das Portemonnaie aus der Tasche,
Im besten Fall sagt er, ich gehe mal kurz auf Klo und bezahlt da schon. Versteht ihr? So beim Vorbeigehen kurz mal. Mach mal hier kurz halten. Alles klar, danke. Fünfer kannst du behalten. Und dann kommen wir wieder zurück. Aber nicht so dieses Anbieten zu bezahlen. Weil das ein geiles Date war. Oder wo es auch allgemeine Chemie gepasst hat. Dann kann man ruhig sagen, so, du, spare mal, nehme mal ein bisschen zurück. Gentleman-like. Und danach ist es völlig egal. Danach lade ich super, super gerne ein. Deswegen fand ich die Antwort von Kandidat 1 ein bisschen enttäuschend. Ich finde einfach die Denkweise von Kandidat 2 und 3 finde ich halt einfach schön. Dann Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Oh, hallo. Er sieht aber aus wie ein krasser Gentleman. Hi. Hi, lass dich drücken. Ja, war sehr sympathisch, hat mich sehr, sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Ciao, ciao. Oh Gott. Ich muss sagen, Kandidat 2 sieht einfach aus wie Tim Gabel. Sein ganzes. Das wollte ich auch gerade sagen. Der eine sah echt aus wie Tim Gabel die ganze Zeit. So auf Ola Kalar-Basis, irgendwie so die Klamotten mäßig. Gürtel im 20. Stock. Er ist mir auch schon aufgefallen, wo er da unterm Tuch war. Warte mal. Eins, bisschen enttäuscht. Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Oha. Woher kommt der Satz? Gürtel bis zum 20. Stock? Habe ich auch noch nie gehört, ey. Hallo. Oh. Er sieht aber aus wie ein krasser Gentleman. Hi. Lass dich drücken. Ja, war sehr sympathisch. Stimmt, ja, guck mal, hier ist sein, hier ist das beste Stück und der Gürtel ist einfach hier oben, Digga. Ich meine, es gibt ja bei den Frauen so über dem Bauchnabel hier so, aber vielleicht hat er auch einfach nur lange Beine. Nee, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht, da die Distanz von Gürtel bis hier so ist ein bisschen merkwürdig. Zu viel des Guten. Highwaist, ja genau. Hose zu groß, aber vielleicht ist es auch einfach Style, Digga. Mir gefällt das nicht. Sehr sympathisch, hat mich sehr, sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Aber ciao, Jacke ciao. Ist nice. Oh Gott. Ich muss sagen, Kandidat 2 sieht einfach aus wie Tim Gabel. Sein ganzes Outfit. Sieht aus wie Tim Gabel. Oh mein Gott, bist du Tim? Echt so, ne? Ja, richtig, ich sag ja, richtig Tim Gabel, Alter. Stimmt. Finale. Du machst jetzt eine finale Frage. Eine finale Frage? Mhm. Und dann darfst du deinen Gewinner raussuchen. Crazy. Wie geht ihr damit um, wenn eure Partnerin... Jetzt wird's geil. Wieso? Ist es doch Tim Gabel oder was? In der Beziehung mehr verdient als ihr, also mehr verdient als du. Das ist eine gute Frage, die hat Samantha auch. Das ist halt ein Thema bei uns. Ehrlich? Hatte sie die Frage auch? Aber ist gut. Oh. Ja, aber ich check die Frage. Kandidat Nummer 1, wie würdest du damit umgehen, wenn deine Partnerin mehr verdient als du? Sag ich ganz ehrlich, Chat, ne? Meine Frau hat 6 Jahre mehr verdient als ich. Das war mir so scheißegal. Das juckt mich gar nicht. Ob die Frau mehr Geld verdient als ich, das ist doch... Das sollte euch so scheißegal sein, das hat einfach gar keinen zu jucken. Ey. Also wie man davon einen Film drehen kann, werde ich niemals verstehen. Ich würde daheim bleiben. Nein, aber das ist doch scheißegal, Mann. Mir wäre das tatsächlich eigentlich egal, solange alle glücklich und gesund sind, spielt Geld keine Rolle. Okay, Kandidat Nummer 2. Also im Prinzip stört mich das nicht, wenn meine Partnerin mehr verdient als ich. Mir ist nur wichtig, dass ich selber finanziell unabhängig bin und nicht abhängig bin von meiner Partnerin. Aber so aufgrund meiner Karriere, die ich anstrebe, denke ich, dass ich auch gut über die Runden kommen sollte. Ist okay. Okay, was war das Karriere? Karriere strebst du dann an? Ich studiere aktuell Medizin. Wow. Gut. Kandidat Nummer 1, was machst du? Ich mache eine Ausbildung als Dachdecker. Hm. Okay, also. Sicherer Job. Wir haben hier den Handwerklichen, den Mediziner, den Liebebedürftigen, den den Selbstständigen. Ich habe die Frage gestellt, weil aus Erfahrung. Liebebedürftig. Ja. Weine ich das halt so, dass es oft manchmal so ein Ego-Problem ist. Ja. Ist das so bei Männern so? Und ich finde, Geld spielt keine Rolle, wenn der Mann seine eigenen Ziele hat. Hauptsache, er ist kein Schmarotzer oder sowas. Ja. Und sich so darauf ausruht und chillt und so, ah, die Frau verdient ja Geld, brauche ich nicht. Du hast halt hohe Ziele. Idealerweise hat dein Partner auch hohe Ziele, richtig? Ja, ja, genau. Also es muss halt ein gestandener Mann sein. Und wie viel er am Ende verdient, das spielt for real wirklich keine Rolle für mich. Wirklich. Für mich, Aber Tim Gabel war doch auch mal Mediziner, ne? Er hat doch irgendwas mit Medizin studiert. Ich will noch mal seine Stimme hören, Digga. Warte mal. Nicht, dass wirklich Tim Gabel ist, wer weiß. Aber von hier, Brustmuskel, also hier wäre noch ein bisschen mehr dann, ich weiß nicht. Meiner Partnerin, aber so aufgrund meiner Karriere, die ich anstrebe. Nein, das ist nicht mehr Tim Gabel, okay. Für mich war die Aussage von beiden gut, aber ich habe einen direkten, klaren Favoriten. Hau raus. Das ist die Nummer 2. Cute. Okay, dann haben wir's. Okay, Kandidat Nummer 1, du kannst dann jetzt hervorkommen. Der war knapp. Ja, sie will auch, also was ich auch gut finde,
einen Typ haben, der selbstbewusst ist, der seine eigenen Ziele verfolgt, der auch sagt, ja, ich kann mir auch selbst versorgen, der in einem Ganzen so ein bisschen selbstbewusster ist. Kann man voll und ganz verstehen. Davor, ne? Knapp, aber trotzdem verfehlt. Was ist los? Was hat er gesagt? Ich hab verstanden, ich bin eine Tunte. Was ist los? Du bist so weit gekommen. Ja, ich hab mich... Ach, du bist meine Traumfrau. Ach so. Ja, sorry, ich nehme das zurück hier, ne? Alles natürlich, aber das habe ich halt verstanden, was soll ich machen? Aber eine Frage habe ich. Warum sind das alles so eine Bubis? Das sind ja richtige Kids, sind das. Bubis sind das. Scheiße, bin ich alt geworden. Ja, das ist wirklich, also es war am Ende wirklich nur noch so, irgendjemand muss ich jetzt gucken und wer hat dir jetzt ein bisschen mehr überzeugt, weißt du? Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, dass du da bist. Kannst du dir auch so versetzen? Ja, danke schön. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, das war jetzt auch nicht so der Typ, Mann, wo ich sagen würde, so, yeah, geiler Typ. So. Mal halt, also ist noch jung, ne? Wieso kann noch kein Jason Statham da gewesen? Ja, aber ich bin jetzt gerade sehr, sehr gespannt. Ich kann mir gar nichts vorstellen. Ist das jetzt bestimmt? Ja, genau, die Frau wirkt auch irgendwie zu alt für die Boys, ne? Finde ich auch, ja. Da hast du gerade was Gutes gesagt. Aber Frauen wirken sowieso allgemein immer, gerade im jungen Alter, noch reifer meistens. Gabel, du okay. Kannst jetzt hervorkommen. Jetzt Beste, wie sagst du? Na? Hallo. 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 Hi. Ich habe gehört, wir gehen dann jetzt direkt heiraten, oder wie sieht das aus? Gott, da juckt sie auch der Kopf, weil das voll unangenehm ist. Digga, was ist das? Ich kann das alles nicht mehr. Das ging ja irgendwie, also die ersten, die geflogen sind, das waren quasi die Ältesten, oder was? Und dann wurde es immer jünger. Das klingt eindeutig nach... Sei ganz ehrlich, der ist einfach noch viel zu jung. Guckt euch das an, Leute. Der hat noch das Klerasil gehabt, wie ich es früher hatte. Einfach noch viel zu jung. Ja, wahrscheinlich. Ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Dann. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ja, kannst ja noch erstmal was trinken und so. Ja, kurz auf Klo gehen, Hände waschen, frisch machen und dann... Und dann geht's los, genau, sagst du? Das Kleid hast du dabei, oder? Ja, das habe ich. Das Problem ist, er ist selbstbewusst so, ja, aber es wirkt irgendwie auf Krampf. Weil er halt noch so jung ist, er wirkt noch so, er will gerne irgendwie der sein, der da gerade versucht, aber ist er noch gar nicht, weil er das alles andere noch nicht mitbringt. Versteht ihr, was ich meine? Habe ich da ja, alles gut. Ja. Dinge habe ich auch nicht richtig. Also, nein, alles gut. Okay, nee, cool. Freut mich. Ja, nice. Dann ihr zwei. Dürfen wir jetzt auf unsere Hochzeit? Dürfen wir jetzt gehen, oder? Ja, nice. Nice, nice. Unangenehm, Digga, habt ihr es gesehen? Auch unangenehm. Warte. Ja, gib nice. Mir die Hand, pass auf. Dann ihr zwei. Dürfen wir jetzt auf unsere Hochzeit? Dürfen wir jetzt gehen? Ja, komm, auf Krampf. Warte mal. Oder? Ah. Ja, nice. Irgendwie haben die das aber rausgeschnitten. Warum? Ach, die Scheiße. Und sie nice, so, nice, nice. Das wird noch. Die brauchen ein bisschen Aufwärmzeit, dann wird das. Ach, du Scheiße. Uius, war das unangenehm. Das war das Witzige an solchen Videos. Ja, Leute. Deswegen, wie soll ich euch das sagen? Ich würde jetzt sagen, Aussehen spielt doch eine Rolle. Spielt sie auch. Und somit natürlich auch die Ausstrahlung. Ja, da hat sie leider einen Zong gezogen. Der war mir aber schon hinterm Vorhang ein bisschen zu selbst, so zu... Hat sie selbst schon.